Hallihallo, heute ein kleiner Tipp. Ich habe ein wenig mit Python gespielt. Python und dabei mir etwas gebastelt, mit dem man vielleicht den einen oder anderen in den Wahnsinn treiben kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier habe ich eine virtuelle Maschine. Ihr stellt euch vor, das ist euer Rechner. Ihr schaltet den aus oder schaltet den an. Und es schaltet vielleicht auch mal jemand anders das Ding an und dieser jemand anders hat vielleicht euer Passwort herausbekommen. Was nicht schön ist, dann wäre es doch schön, diese Person furchtbar zu erschrecken. Angenommen, das wäre jetzt mein Benutzer-PC, irgendjemand hätte irgendwie euer Passwort herausbekommen, ihr gebt euer Passwort ein, beziehungsweise die fremde Person gibt das Passwort ein. Passwort. Und normalerweise erscheint jetzt der Desktop. Aber nicht so jetzt. Und zwar erscheint gleich, hier in der virtuellen Maschine dauert es etwas länger, Kernel Panic. Ganz großer Fehler. Böse Falle. Alles ganz schlimm. Please reboot the system. Administratorrechte benötigt, System haltet. Und da denkt man, naja, jetzt ist alles zu spät, jetzt mache ich das Ding lieber aus. Natürlich ist das Ding nicht kaputt, die Systemmeldung habe ich ausgegeben. Ich brauche nur in diesem Fall STRG C drücken und das Ding fährt ganz normal hoch. Es gab keinen Fehler, das System war nicht angehalten, es gab keine Kernel-Panik. Und ihr hättet aber auch noch andere Spielereien machen können. Zeige ich euch, wie ich das wieder verbrochen habe. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht mit den Autostarts von Ubuntu. Dass es gewisse Autostartrampen gibt. Zum Beispiel gibt es eine verborgene Datei bei Ubuntu in eurem Home-Verzeichnis. Die heißt .profile. .profile. Die habe ich modifiziert um eine einzige Zeile. Was habe ich dort gesagt? Ich habe dort, ich versuche das jetzt gerade mal ranzuzoomen, damit ihr es besser seht. Ich habe das Programm Xterm aufgerufen. Xterm ist so ein Terminal, dieses weiße Terminalfenster, was sich da geöffnet hat. Ein Leerzeichen. Dann hatte ich mir angeschaut, was hat dieses Xterm für Optionen. Zum Beispiel gibt es den Parameter -e für execute, also Ausführen eines Programmes. Ich starte also dieses Terminal, dieses weiße, und führe ein Programm aus. Welches Programm? Jetzt kommt wieder ein Leerzeichen. Wir haben ja gelernt, dass wir Python oder Python Programme ausführen können, indem man einfach sagt Python. Ein Leerzeichen und dann den Pfad zu einer Textdatei. Hier in dem Fall liegt die in meinem Home-Verzeichnis. Benutzername test.py. Also, das hier wird ausgeführt, hatte ich ja schon mal erklärt, nachdem der Login passiert ist, aber bevor das eigentliche Ubuntu, das Sichtbare, in dem wir normalerweise arbeiten, das Genome, gestartet ist. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass da was ausgeführt wird. Mehr macht es erstmal nicht, dass sich dieses weiße Terminal öffnet und dass alles ausgeführt wird, was in dieser Datei test.py ich mir auch immer ausdenke. Das ist jetzt eigentlich euch überlassen. So, ich habe also eine Datei erstellt namens test.py, die hier, wie gesagt, in meinem Home-Verzeichnis Benutzername als RecLrunner liegt. Ihr könnt ja auch woanders hinlegen. Die Datei ist ausführbar. Die habe ich ausführbar gemacht, damit man die auch starten kann. Jetzt schauen wir mal rein. Zeigen wir mal, was da so drin steht. Was habe ich da geschrieben? Erstmal ist das der ganz normale Python-Kopf, den wir schon kennen, den wir uns eigentlich immer nur kopieren brauchen. So ähnlich wie bei Bin, Bash, wie auch immer, dass man sich einfach nur merkt, das ist die Startzeile für Python. Dann gibt es die Zeile Import OS, die dafür sorgt, dass ich Betriebssystembefehle ausführen kann.
die ich hier später benutze. Dann gebe ich diese verrückten Texte aus, die ich mir einfach aus den Fingern gelutscht habe, beziehungsweise bei Google nach Fehlermeldungen von Ubuntu gesucht habe und habe da jede Menge Zeug mit dem Befehl print ausgegeben. Einfach frei erfundene Fehlermeldungen, die einfach wichtig aussehen. Dann, damit das wirklich offiziell aussieht, habe ich dann einen Betriebssystembefehl, also os.systembefehl ausgeführt, den Befehl reboot. Da ich aber als normaler Nutzer angemeldet bin, führt das natürlich zu der Meldung, die wir auch gesehen haben. Sie sind kein Administrator, bitte loggen Sie sich als Administrator ein und starten Sie neu, wie auch immer. Also ich habe also meine selbst erfundenen Texte, ein paar Texte, die tatsächlich vom System kommen und dann nochmal den Text, den ich wieder erfunden habe, System haltet, was dann so aussehen soll, als wäre jetzt alles zu spät. Dann eine weitere Zeile, while true, und das true groß geschrieben, 4 Leerzeichen und das Wort pass. Das hier bewirkt eigentlich nur, warte auf Steuerung C, mehr nicht. Und wir haben schon in meinem anderen Video über die Startrampen gelernt, wenn ich so ein Programm ausführe, in der Datei Profile, ich führe die aus, dann wartet an dieser Stelle der Rechner quasi, bis diese Datei fertig ist und macht dann weiter, da danach nichts mehr kommt. Startet also mein ganz normaler Desktop. Da ich aber hier einen Halt eingebaut habe, passiert gar nichts, der Desktop startet nicht und es wird gewartet, bis dieses Python-Programm beendet ist. Und das wird erst beendet. Hier in dem Fall habe ich mir eine einfache Methode einfallen lassen. Einfach STRG C drücken. Wenn euch das zu leicht zu erraten ist, könnt ihr euch eure eigenen Schweinereien noch einbauen oder Passwörter abfragen, wie man Passwörter abfragt. Habe ich ja auch schon gezeigt, beziehungsweise das freie Magazin. Und dass man bei einer Passwortabfrage nicht unbedingt eine Frage stellen muss, sondern eine leere Frage ausgeben kann, einfach auf eine Eingabe wartet und die dann überprüft, ist ja dann auch klar. Also wenn ihr dann noch mehr reinbauen wollt, als nur auf Tastenkombination STRG und C zu warten, dann könnt ihr euch da jetzt frei mit Python was einfallen lassen. Und gut, das nochmal zu Python, was man damit mal so anfangen kann, kombiniert mit der .profile-Datei. Vielleicht kann man sowas auch in Bash machen, dass man das gleiche erreicht. Aber ich fand das jetzt ganz witzig, das mal zu kombinieren. Wir lernen was über Python, können irgendwas Blödsinniges damit machen. Kombinieren das mit einem anderen Video, wo wir gelernt haben. In der Datei .profile kann ich Programme starten, in dem Fall das Terminal, das Xterm mit diesem weißen Hintergrund und dort ein Programm ausführen lassen. Und das macht dann Späßchen, so wie wir das wollen. Gut. Ihr könnt das natürlich vielleicht auch sinnvoll einsetzen, wenn ihr wirklich Bedenken habt, dass sich euch mal jemand bei euch einloggt. Könnt ihr natürlich mit dem Python-Programm auch die Versuche, sich einzuloggen, gegebenenfalls dann in eine Datei umleiten. Als Administrator ab und zu in die Datei schauen, hat da jemand versucht, sich einzuloggen. Also es gibt ja nicht nur Scherze, es gibt auch sinnvolle Anwendungen dafür. Gut, soweit so gut. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.